Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch eigentlich nur kurz was mitteilen, deswegen das Video wird ziemlich kurz. Und zwar kommt samstags jetzt immer um 18 Uhr ein Video und mittwochs auch um 18 Uhr, anstatt Mittwoch 17 Uhr und Samstag 15 Uhr, damit ihr natürlich Bescheid wisst. Und ich möchte euch noch eine Story erzählen. Mir ist letztens was richtig Krasses passiert. Ich bin wirklich fast gestorben. Es war so knapp. Also, wie viele wissen, habe ich jetzt meinen Führerschein und ich war halt auf der Autobahn. Ich bin auf der mittleren Spur gefahren und rechts neben mir war ein LKW und er wollte gerade einen anderen LKW überholen. Und ich war mittig von ihm. Das heißt, ja, was sollte ich machen? Er hat geblinkt, er wollte rüberziehen und ich konnte auch nicht bremsen, weil direkt hinter mir ein Auto war. Das heißt, der hinter mir wäre mir direkt draufgefahren und ich konnte auch nicht nach links, weil da sind die ganzen Überholenden. Und die hätten mich auch direkt, also ist ja klar, ne? Und ich war halt mittig vom LKW und ich habe natürlich total Panik bekommen, weil ich sehe, er blinkt und zieht auf einmal so langsam rüber. Ich hatte noch nie diese Todesangst. Also es war ganz komisch. Ich dachte wirklich, dass ich gleich sterbe. Ja, auf jeden Fall wollte ich dann ausweichen. Also ich musste ja irgendwas machen. Ich konnte ja nicht einfach jetzt auf der Spur weiterfahren, weil der wäre ja total mich reingekracht. Und dann wollte ich halt so auf die linke Spur und ich sehe nur, dass ein Auto vorbeiflitzt. Und ich wäre fast gegen das Auto gekracht. Das Auto hat es aber zum Glück gecheckt und ist dann auch ein bisschen ausgewichen. Oh mein Gott, das war so knapp, Leute. Ich hatte so Angst. Ich hatte so einen Schutzengel. Also ohne Witz, ihr müsst so aufpassen. Das Ding ist ja, es war ja nicht mein Fehler. Vor allem, man denkt so, ja, ich kann ja fahren und so. Ich kann ja auch fahren. Ich finde, ich kann sehr gut fahren mittlerweile. Aber man muss halt wirklich mit den Fehlern anderer rechnen. Und das kann so schnell passieren. Und man muss einfach so gut gucken, aufpassen. Ich meine, ist ja klar, aber trotzdem. Das war echt, also ich habe dann erstmal angefangen zu weinen, weil ich hatte so Panik und ich bin dann erstmal auf die Raststätte gefahren und habe mich erstmal beruhigt, weil das war wirklich ziemlich krass und das war auch wirklich, wirklich knapp. Das war so knapp. Boah, ich glaube, hätte der links, also der Autofahrer, der von links kam, hätte der das nicht gecheckt und wäre ausgewichen, wäre er nicht ausgewichen, dann, ja, wäre auf jeden Fall vorbei für mich. Vorbei, genau, alles klar. Vorbei, meine ich. Boah, das war wirklich ganz schlimm für mich. Also passt immer gut auf. Ich hatte Todesangst und ich musste das auch erstmal verarbeiten. Dann habe ich direkt meine Mama angerufen, habe ihr das erzählt und sie meinte dann auch, ja, aber willst du jetzt kein Auto mehr fahren? Habe ich gesagt, na klar will ich Auto fahren. Das wäre ja jetzt, weiß ich nicht, der größte Fehler, wenn ich jetzt kein Auto mehr fahren würde. Weil man dann, ja, man muss das irgendwie überwinden und immer halt gut aufpassen. Und ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, dass ich beim nächsten Mal noch mehr aufpasse. Ist sowas euch auch schon mal passiert? Ihr könnt ja mal eure Story in die Kommentare schreiben, das würde mich mega freuen. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns Mittwoch um 18 Uhr wieder. Und wie gesagt, mittwochs und samstags 18 Uhr immer ein Video. Und dann sehen wir uns Mittwoch. Tschüss.